Herzlich willkommen wieder einmal beim Advent im Stoffelhäusl. Nach einem warmen Sommerherbst wird es jetzt ein bisschen kälter. Fein ist wieder in der Stube herin. Der Ofen ist eingeheizt und ich habe mir wieder ein paar Leuteln eingeladen zum Interviewen und einige Musikanten. Aber bevor es losgeht, der erste Advent, da müssen wir natürlich auch das erste Kerzerl anzünden. Und derweil wir das anzünden, haben sich da Enten schon die unter in der Weisenbläser bereit gemacht mit einem Kinderchor und die werden jetzt gleich zum Beginn ein Netzliedl singen. Ein nettes Gedicht habe ich gefunden vom bereits verstorbenen Herbert Jordan. Der hat in sein Büchel Brixendeuerisch, da lebt der Frock und Eiche gesagt, etwas über die Vorweihnacht geschrieben. Vorweihnacht. Weihnachtsgeschäft um die Weihnachtszeit. Kaffen, Laffen, Weihnachtsfreit. Weihnachtsauslog, Weihnachtsmann steht am Kaufhaus umeinander. Weihnachtswochen Sonderpreis, Christbaumkästen dutzendweis. Weihnachtsremuneration, alles nur Zwenk mit Samtenlohn. Weihnachtswunsch und Weihnachtsfeier ist bald nur so teuer heuer. Weihnachtskeks sind Adenutzbochen. Weihnachtskrippenfeste machen, Weihnachtsglückwunschkarten schreiben, Weihnachtsputz und Bohnen aufreiben. Weihnachtsurlaub, Weihnachtsrohrs, Weihnachtsbratel, Ganselgas, Weihnachtskropfen, Weihnachtsbock, Weihnachtsstern und Blumenstock. Weihnachtsabend, Weihnachtsbummi, Weihnachtsfrieden, Weihnachtsrummi. Weihnachtsmusik umadum, Weihnachtsevangelium. Weihnachtsbotschaft, Weihnachtslied, Weihnachtsmitten, Weihnachtsmiert. Und auf die Saufe freuen wir uns wieder auf ein Netz Musikstickel. Yes, jetzt fangen wir zum Singen an, haben uns die Kinder gesungen. Und jetzt fangen wir auch zum Backen an, weil es duftet schon so ein bisschen nach Kekserl. Meine Frau, die Martina, die steht in der Backstube. Und was sie uns heuer zum Besten gibt, das wird sie gleich selber sagen. Heute backen wir Husarenkrapferl. Das sind kleine Mürbeteigkugeln,
in Nüsse getaucht, gebacken, mit Riebissel Marmelade gefüllt. Wir tun jetzt da mal die ganzen trockenen Zutaten aufs Brett. Ein bisschen Vanillezucker, die Nüsse. Da machen wir uns jetzt in der Mitte ein bisschen eine Grube. Dann nehmen wir die Butter rein. Da brauchen wir nur die Butter. Ein bisschen Zitronenschale noch. Dann kneten wir das rasch zu einem Teig zusammen. Wichtig ist, dass man das schnell zusammenknetet und dann noch eine Stunde kühl rasten lässt. Dann ist der Teig gerecht zum Verarbeiten. Zum Schluss tun wir noch circa einen Löffel Milch dazu. Ich habe jetzt schon einen Teig vorbereitet, der schon gerastet hat im Kühlschrank. Der geht jetzt besser zum Verarbeiten. Wir machen uns jetzt da solche Striezeln, damit wir gleich große Stücke kriegen. Machen wir uns jetzt so Rollen und schneiden uns da so Stücke runter. Aus denen wir jetzt kleine Kugeln formen. Die Kugeln werden jetzt in den verquirlten Eiweiß eingetaucht und anschließend in die Nüsse und aufs Blech gesetzt. Schauen wir, dass nicht zu eng zusammen, dass sie nicht zusammenkleben dann beim Backen. So, jetzt haben wir die ganzen Kugeln in die Nüsse eingetaucht. Jetzt machen wir mit dem Kochlöffel in jetzt ein Loch und dann werden sie im vorgeheizten Backrohr bei 175 Grad ca. 8 Minuten goldgelb gebacken. Wenn sie dann heiß aus dem Ofen kommen, spritzen wir die Riebissel-Marmelade in die Löcher. So, jetzt werden die heißen Husarenkrapferl mit der Riebissel-Marmelade gefüllt. Es ist besser, wenn sie noch heiß sind, weil dann wird die Marmelade schön fest. So, dann werden wir sie in die Stube reinbringen, weil der Martin wartet schon drauf. Thank you.
Bereits seit einigen Jahren werden Benefiz-CDs von den unter Indoler Weihnachtsbläsern veröffentlicht und mit dem Erlös wird Einzelpersonen oder auch Familien geholfen, die was in Not geraten sind. Die Proponenten, das sind der Erwin Feis und der Peter Obrist, die zwei sind heute bei mir. Der Erwin war voriges Jahr da und gleich einmal danach hat ihn Corona erwischt. Erwin, was ist denn da mit dir passiert? Ja, wie du schon gesagt hast, Corona hat mich auch erwischt. Ich bin über einen Monat im Krankenhaus gegangen, davon circa einen Monat im künstlichen Tiefschlaf. Und dann hat man irgendwann einmal die Idee gehabt, man kann mir eigentlich Kopf heraufsetzen und die CD vorspielen, weil ich habe sie noch nie gehört gehabt. Und ich bin dann auf dieser Aue von der Ärztin gewesen worden und wesentlich ruhiger geworden und habe genau am 24. Dezember die Augen zum ersten Mal wieder aufgemacht. Und jetzt darf ich mir eben für die neue CD wünschen, dass man sich einfach einmal hinhockt, eine Stunde lang zuhockt und ganz ruhig wird. Ja, also kann man sagen, das war fast ein Weihnachtswunder, dass du da wieder zu dir selber gekommen bist. Ja, ich möchte es nicht das Weihnachtswunder bezeichnen, aber ich glaube ja, dass es Zufall war, dass es genau der 24. Dezember war. Ja, Gott sei Dank hockst du wieder bei uns. Der Peter, der wird uns kurz ein bisschen was erzählen, was man auf der heurigen CD nachher da hören kann. Mit dabei war natürlich die Unterindoler Weihnachtsbläser. Das Klarinettentrio Trio con Brio. Das sind Klarinettisten von der Volksoper. Der Amici-Chor. Nachher waren dabei ein Kinderchor mit der Tanzmusik von den Unterindoler Weihnachtsbläser und die Fallbach-Musik und ein Blockflötentrio von der Musikschule Gramsach. Und die CD, wie gesagt, ist wieder eine Benefiz-CD, das heißt, der gesamte Erlös kommt wieder einem guten Zweck zugute. Ja, genau, und wir machen das heuer für den SOS Kinderdorf und natürlich für in Not geratene Familien. Wir haben da letztes Jahr im Ganzen 30.000 Euro gespendet und wir haben 10.000 Euro Kinderkrebshilfe gegeben. Und mit dem restlichen Geld da sind wir persönlich zu Leute gegangen, haben eine Gewand gekauft für die Kinder, die was nicht gehabt haben. Und zu den Familien mit den überall selber hingegangen und haben das übergeben. Und das Tolle ist, dass ihr alle, die was mitmachen, auch in der Adventssendung da dabei seid. Ja, genau, die sind alle dabei. Und wie gesagt, wir bringen auch, vorletzt haben wir die Noten rausgebracht, die sind erhältlich beim Edition Rinner. Und das wird auch heuer bei der heurigen CD auch wieder so sein. Peter, wer kommt mir jetzt zu dieser CD? Ja, die kann man bei mir erwerben oder auf unserer Homepage. Ja, dann bedanke ich mich fürs Kommen. Danke auch, dass ihr alle mitmacht bei unseren Adventssendungen und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ja, danke.
Ich kann mich noch gut erinnern, wie so ein kleiner Bub war und dann Christbaum, was da drinnen war, eine Rodel. Und auch heuer werden sicher wieder unter manchem Christbaum rodeln zum Finden sein. Hoffentlich gibt es einen gescheiten Schnee. Und wie man so Rodeln baut, das habe ich mir angeschaut. Stefan, seit wann gibt es eine Eierfirma schon? Also die Wagnerei ist gegründet worden 1859. Und ich mache es jetzt in fünfter Generation weiter in Rodelbau. Habt ihr alle schon Rodeln gebaut oder ist es mit der Zeit gekommen? Also grundsätzlich war das eine Wagnerei. Also wir haben, also meine Vorfahren haben landwirtschaftliche Geräte gemacht, wie Heuschlitten und Laterwagen, Werkzeugstiel und solche Sachen. Und mit der Zeit, wo das eigentlich, wo keine Verwendung mehr für die Sachen da war, ist man auf den Rodelbau übergegangen. Und jetzt ist ja das eine besondere Rodel, die Holdoller Rodel heißt man es, glaube ich. Was ist denn das Besondere dran? Also ja, der Rodelbau ist bei uns eigentlich grundsätzlich bekannt durchs Holdoll, weil da war der Salzbergbau. Und da sind die Arbeiter eigentlich nach der Arbeit so aufs Wochenende hin mit der Rodel im Winter reingefahren, weil sie sich einfach einen Haufen Zeit erspart haben. Und die haben auch oben in ihrer Freizeit selber die Rodeln teilweise konstruiert und gebaut. Und da haben sie auch Rennen gemacht, natürlich. Und die Rennen werden heute noch gemacht. Gibt es da Rennrodeln auch bei dir? Da sagt man eigentlich Sportrodeln dazu. Also Rennrodeln ist wieder ein bisschen was anderes. Die Rennrodeln, die fahren auf dem Natureis. Und die Rodeln, die ich baue, die fahren auf Schnellbahnen eigentlich. Und die gibt es für Kinder bis Erwachsene? Oder welche Typen hast du da quasi im Angebot? Ja, also eben für Kinder und für Erwachsene natürlich. Und von Familienrodel bis Sportrodel. Also für jeden etwas. Also Rodel, mit dem man gemütlich fährt, die ein bisschen höher gebaut sind. Und auch natürlich die niedere Rodeln, die was um halt schnell um die Kurven fahren kann. Jetzt interessiert uns, aus welchem Holz werden die gemacht? Ausschließlich aus Eschenholz machen wir die. Weil es einfach ein zartes, elastisches Holz ist. Das lässt sich gut biegen. Ja, es ist auch wichtig, wo das Holz gewachsen ist. Es darf kein zu trockener Standort sein, damit das nicht zu spröde ist, das Holz. Jetzt sieht man da hinten ins, so vermute ich einmal, das sind Kufen, die sind relativ dick. Kann man die so auf die Rodellaufe? Nein, also die haben jetzt die Breite von zwei Kufen. Die werden immer in einem Stück gebogen, damit das Holz und gleich Holz arbeitet immer ein bisschen und damit es sich auch gleich schwindet und gleich bewegt. Wie werden die Bogen? Also die kommen in einen Wasserdampf rein, da bleiben sie circa eine Stunde rein und dann werden sie mit einem speziellen Verfahren über einen Formbogen. Und nachher geht das Ganze weiter auch mit Eschenholz, oder der weitere Aufbau? Ja, also die Bänkeln und die Spangen oder Reiseln, wie wir auch sagen, das ist auch aus Eschenholz. Also die Spangen, da wo man oben hockt, die seitlich vorgehen, die sind schichtverleimt. Also das sind drei Schichten Eschenholzlamellen und durch das sind die einfach voll stabil. Und die Bespannung, mit was wird das noch gemacht? Also bei den gewöhnlichen Rodeln, bei den klassischen, ist das ein Gurtensitz. Das sind geflochtene Gurten. Und bei den Sportrodeln ist das eine spezielle genähte Sitzplane mit einer Polsterung. Und durch die sitzt man einfach ein bisschen tiefer und hat einen tiefen Schwerpunkt. Ja, Stefan, herzlichen Dank für den Einblick in deinen Rodelbau. Ich glaube, jetzt nach Weihnachten werden wieder sicher viele unter dem Christbaum liegen. Und ich gehe gleich wieder zurück in Stoffelhäusle in die warme Stube. Heute haben wir schon geredet über die Benefiz-CD der Unterindaler Weihnachtsbläser und drei haben wir zum Verlosen und zwar auf Facebook bei Tirol TV. Also schau's eine, vielleicht gewinnt's eine. Und inzwischen habe ich schon gewonnen und zwar die Husaren-Trapfhalfer der Martina sind eingetroffen, schon fertig, schauen super aus und riechen auch.
Aber bevor ich da reinbeiß, tue ich mich herzlich verabschieden. Ich freue mich schon auf nächste Woche am 2. Advent. Da sehen wir uns wieder beim Advent im Stoffelhäusl.